Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist von einem Gericht in Wien wegen Bestechlichkeit schuldig gesprochen worden. Der frühere Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ wurde zu einer 15-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Hintergrund ist die Ibiza-Affäre und ein Korruptionsfall, der im Zusammenhang mit den Vorkommnissen zutage trat. Strache nahm demnach zugunsten einer Privatklinik Einfluss auf ein Gesetz, und zwar gegen Parteispenden und gegen private Vergünstigungen. Auch der Klinikeigentümer wurde verurteilt. Strache hatte jedes Fehlverhalten bestritten. Sein Verteidiger forderte einen Freispruch. Die Richterin zeigte sich davon indes unbeeindruckt. Die Ibiza-Affäre hatte 2019 zum Bruch der Koalition zwischen ÖVP und FPÖ geführt und hatte eine vorgezogene Neuwahl zur Folge. Ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Video zeigt, wie Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlich russischen Oligarchennichte Staatsaufträge in Aussicht stellt, im Gegenzug für Wahlkampfhilfe. Bei den Ermittlungen fanden Beamte auf Straches Handy Hinweise auf Bestechung.